Starker Wind bläst roten Sand aus Istrien direkt auf den Kanal, jetzt bei probiert.tv. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von probiert.tv. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr plant vielleicht den nächsten Urlaub in Kroatien. Dann kann euch das Städtchen Poric an euer Herz legen. Da ist nämlich Burabru zu Hause und ich habe die ja letztes Jahr besucht und unter anderem mich auch durch die Biere gekostet. Und jetzt gerade sind mir wieder mal zwei Flaschen zwischen die Finger gekommen und mir ist aufgefallen, ich habe noch gar nicht alle Biere von denen verkostet. Das will ich jetzt erstmal also schnell nachholen. Und ich habe hier rotes Label, Red Sand Amber Ale, 5,6 Volumenprozent Alkohol. Und 22 Bittereinheiten und 13,8 Grad Plato. Über die Malz- und Hopfensorten ist Weizenmalz ist mit drin, Gerstenmalz. Aber welche Hopfensorten verwendet worden sind, ist nicht verraten. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Burabru hier oben auf der Bottle Cap und dann noch. Schenke ich mir das mal ein. Der Sand in Istrien offensichtlich hier und da auch mal ein bisschen rötlich, beziehungsweise das Gestein. Und ja, das ist das Bier hier auch. Hat eine schöne, getrümte, dunklere Bernsteinfarbe, leichte rötliche Noten ja mit drin und feiner Schaum, der ja ganz gut am Glas hängt sogar. Und ein Fingerbreit hier im Glas. Sehr viel brotiges Malz, ein bisschen Karamell auch dabei, Früchte, Pfirsich vor allem, nicht zu intensiv jetzt ehrlich gesagt, aber ja, das klingt nach einem leckeren Bier und das werde ich jetzt probieren. Cheers! Viel Trockenfrüchte, gepaart mit Karamell, was das Ganze dem Ganzen so eine gewisse süße Note gibt. Auf der anderen Seite auch eine leichte Säure, die das Ganze wieder so ein bisschen zurückholt. Insgesamt ein sehr, sehr tolles, malziges Bett. Ich meine, klar, das hätte man jetzt auch bei dem Namen erwarten können. Bittere kommt mir ein bisschen intensiver vor. Als die 22 Ibu, aber oh, das wird hinten raus richtig trocken und es hat so ein bisschen so eine leichte Strohigkeit. Also dieses Trockene verstärkt natürlich die Bittere noch oder diesen bitteren Eindruck ein bisschen. Die Bittere verstärkt es natürlich nicht, aber den Eindruck und hat einen schönen mittleren Körper, angenehme, feine Kohlensäure. Schöne, cremige Textur. Und wie gesagt, hinten raus richtig schön nochmal trocken. Ein bisschen grasiger Hopfen. Es wird ein Tick herber hinten raus. Und was bleibt, ist eben dieses brotige, ganz dezent süßliche Malz dabei. Also ich muss sagen, es ist diese Red Ales oder Amber Ales, das ist ja so ein das ist Bier, wo viele ihre eigene Interpretation halt auch ein bisschen spielen lassen, viel mit den Malzen gespielt wird. Beim einen ist es dann sehr brotig, beim anderen ein bisschen mehr süßlich. Andere geht es ein bisschen in karamellige Richtung, der dritte hat dann vielleicht ein bisschen Röstnoten mit dabei. Also man kann da sehr viel spielen und sehr viel Individualität auch generieren. Und ich finde, kann jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt typisch für Istrien ist, aber das, was Burabru hier mit dem Red Sand gemacht hat, dem Amber Ale aus Poric, das ist schon nicht so schlecht. Und nachdem wir diese Biere jetzt auch in Österreich haben können, zumindest über Kalea ist es, man vertrieb zumindest in Österreich da, wie gesagt, ist mir das Bier jetzt auch wieder in die Finger gekommen und muss sagen, das ist grundsolide Arbeit. Ist jetzt nicht das übertrieben komplexe Bier, das will es auch sicher nicht sein,
Aber es ist solide Handwerkskunst und gerade stilistisch auch mal was, was man nicht jeden Tag auf den Schirm bekommt. Und deshalb für das Bura Brew Red Sand, das Amber Ale aus Kroatien, gibt es von ProbierTV 3,5 Punkte. Für das Red Sand von Bura Brew, das Amber Ale aus Istrien. Und wenn ihr andere Biere aus Kroatien kennt, beziehungsweise andere Biere von Bura Brew, die ich mal probieren sollte, ist ja tatsächlich eine Szene, die für viele noch sehr verschlossen ist. So ging es mir vor ein paar Jahren mit der polnischen Bierszene und ich bin auch bereit, diese Lücke heuer noch zu schließen. Habe die ein oder andere Einladung nach Kroatien, muss mal schauen, welche davon ich wahrnehmen kann, um dann mal zu schauen, was da tatsächlich so in den kleinen Brauereien sich tut. Dann sage ich an der Stelle danke für eure Tipps, danke fürs Zuschauen, danke, wenn ihr ein Abo da lasst und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei Probiert. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi, Cheers.